Dass er von einem Vorbild zu einem Freund geworden ist. Was hast du denn gehauen? 7er. Was sagst du hier? Einem Tiger Woods. Das ist nicht meine Stärke, Chippen. Das kann doch nicht sein. Da bretterst du so ein Ding raus. Kann ich dir nur gleich sagen, wickst doch nicht so drauf. Wieso? Ja, warum wickst du denn gleich wieder drauf? Ja. Ich weiß, wo er hingeht. Ich weiß, wo er hingeht. Ja. Locker schwingen. Ich habe es einmal beim DFB gespielt, da hat es mir aber nicht so Spaß gemacht. Und wo ich zu Dortmund angekommen bin, da habe ich angefangen. Jetzt waren wir ein paar Mal spielen. Niki spielt sehr, sehr langes Golf. Sehr, sehr langes Golf. Also meine Schwäche ist auf jeden Fall, wenn es noch 150 Meter ins Grün sind, da kann es auch sein, dass ich ein 9er Eisen dann 170 hau, was nicht gerade gut ist. Schlotti, muss ich sagen, hat einen sehr, sehr guten Driver eigentlich. Aber bei ihm ist so, entweder kommt er Mitte Fairway oder halt 2 Meter rollt er. Aber das sehen wir gleich. Es wird schon gut werden heute. Ja, wird schon gut. Wird schon gut. So, schönes Spiel, Schlotti. Schönes Spiel. Jetzt geht's los. Niklas, schönes Spiel. Das ist er. Ja, der rollt noch ein bisschen. Der ist gut. Der rollt noch ein bisschen. Das ist ja perfekt. Ich habe ja gesagt, der Niklas muss mit dem Eisen immer spielen, weil er ein langes Spiel hat. Schöner Fade. Das ist ein Draw. Ein Draw, sorry. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Wir können das oft machen, einen Tag nach dem Spiel oder 2 Tage nach dem Spiel, wenn wir frei haben. Weil man kommt gut runter und wie gesagt, das weiß jeder Golfer, wenn man einen Golfschlag geil trifft, wenn man einen Driver geil trifft, dann löst es einen in einem was aus. Das ist schon echt was Besonderes. Für den ersten Schlag des Tages waren wir beide gut, oder? Ja. Er kann eigentlich alles mit dem Ball, er kann alles defensiv. Das haben wir dann auch letztes Jahr echt lange in der Rückrunde gezeigt zusammen. Da haben wir viele Spiele zusammen gemacht, da haben wir dann auch eine Serie gestartet. Deswegen, ich glaube, wir können uns ganz gut ergänzen, weil wir dann auch zwei Spieler sind, die einfach ja, viel mit dem Ball können. Wow. Das ist ein Bunker. Wo ist der? Ist exzellent auf dem Grün. Der war Wahnsinn. Yes, fine, fine. You saw my shot? Yeah, of course. I'm Tiger Woods. I'm Tiger Woods. Ey, das war der beste Schlag in deiner Karriere. Seit ich Golf spiele. Das war mein bester Schlag, seit ich Golf spiele. Ich habe noch nie so einen Ball aufs Grün schlagen sehen bei dir. Geistkrank. Also von der Länge. Geistkrank. Was hast du denn gehauen? 7er. Ich spiele ein paar. Diese kurze. Ah ja, der ist okay. Ja, ich glaube, dass Nico für sein Alter sehr, sehr weit ist von seiner Persönlichkeit. Er ist ein Spieler, der durchaus in der Lage ist, auch mal dem Gegner weh zu tun. Hat eine sehr solide Grundständigkeit, was cool ist, weil wir dann doch auch oft mal hoch verteidigen und da ist immer auf ihn Verlass und spiele sehr gerne mit ihm zusammen. Dass er von einem Vorbild zu einem Freund geworden ist und der mir sehr viel beigebracht hat, auch außerhalb vom Fußballplatz. Wie er auch richtig gesagt hat, wo ich ein bisschen schluchzen musste, dass wir zu Freunden geworden sind. Nein, wir verstehen uns super gut auf und neben dem Platz und deswegen, glaube ich, können wir uns in beiden Sachen helfen und füreinander da sein. Dem braucht man nicht mehr sagen, was er machen soll. Der kann dann eher den anderen Jungs sagen, was sie machen sollen. Deswegen habe ich sehr, sehr viel gelernt und es war eine hilfreiche erste Saison und ich glaube, es wird eine noch bessere zweite Saison.
gedacht, erst der wäre zu kurz, meiner, der geht im Bunker, aber der... Wenn du jetzt überlegst, klar war meiner ein bisschen kurz, aber eigentlich war der okay für... Ja, für eigentlich hätte ich ein Pitching-Match. Aber es kam bei mir dann wieder da im Club auslaufen. Also dein Schlag war Wahnsinn. Ja, das war mein bester Schlag. Unfassbar gut. Niklas, die Welle. Der ist unfassbar schwer, der Typ. Ja, brutal. Was sagst du hier? Ja, ich muss. Oder Flopshot. Ja. Oh. Ja. Ein Tick weiter. Aber er war okay. Ist nicht meine Stärke, chippen. 2 Meter weiter, der geht rein. Der geht rein, ja, der war gut. Bin zufrieden. Als ich auch jetzt wieder zur Vorbereitung zum Start kam, da hast du in den Gesichtern gesehen, die Jungs haben richtig Bock. Die haben richtig Bock, wieder Fußball zu spielen. So ging es mir auch. Man sieht wieder seine Freunde, man hat wieder sehr, sehr viel Spaß in der Kabine. Wir haben unglaublich viel Persönlichkeit in der Mannschaft. Wir haben geile Typen und deswegen glaube ich, dass wir so eine Niederlage wie letzte Saison wegstecken. Ich glaube, uns macht es dieses Jahr noch stärker. Ich glaube, wir sind eine geile Truppe. Wir haben gute Jungs zusammen und wenn wir das hinkriegen wie letztes Jahr in der Rückrunde, dann können wir eine echt, echt gute Saison spielen. Also wenn du ein Birdie spielst jetzt, dann? Ich will einfach nur ein paar spielen, aber ich glaube, es wird ein Dreipad. Nee, das machst du schon. Aber die sind sauschnell. Ist gut. Der ist drin. Stark. Der war gut gespielt, ey. Golfspiel verbessern und deutscher Meister werden. Ja, kann ich unterschreiben. Wow, Schalotti. Hey. Ganz starkes Paar. Ganz starkes Paar gespielt.